Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des GEA. Ich habe jetzt ja seit einiger Zeit nicht mehr gespielt gehabt, das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich hier irgendwie wieder schaue, dass ich weiß, was ich machen wollte. Denn ich hatte ja das Problem, dass das GEA bei mir nicht gestartet ist. Das lag wohl offenbar daran, dass sich Teile meines Treibers irgendwie abgeschossen haben und ich den deshalb neu installieren musste. Und ich weiß noch, dass wir hinten hinter Front hergejagt sind, aber da ich nicht unbedingt weiß, wie stark die sind und ich glaube, ich auch noch mal vorhatte, hier bei den Assemblies ein bisschen was zu machen. Okay, Mana 116. Nee, das brauchen wir nicht. Okay, 58, 69, 76, 140 schon wieder. Ich wollte ja immer noch eigentlich gerne mal einen neuen Bogenschützen haben, aber stimmt, das über den Priest habe ich ja auch schon nachgedacht, mal was zu machen. Ich wollte jetzt einfach mal gucken. Warte mal, die hat einfach mal, okay, ich kann schon Skill theoretisch machen. Distinguished und Genius logischerweise noch nicht, dafür. Okay. Nee. Gut. So, mal sehen, wie das hier nochmal aussieht mit Geld. Nein, da scheint nichts dabei zu sein, was wir noch Neues gebrauchen können. Und hier. Nightlands eventuell. Nee, das ist schwächer. So, habe ich ja noch nicht, leider. In den Ding, 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 ding. Nein, bringt nicht. Bringt auch nicht wirklich was. Okay. Okay, in dem Falle. Die sind ja alle hoch einmal aufgeheilt. Ding, ding, ding. Nicht. So. Dann. Ja. Würde ich sagen. Einmal. Where's Castle? Dann kann ich mich nochmal kurz auch wieder ein bisschen einspielen. Von der Stärke her müssten die das ja eigentlich hier alle. Ich mache einfach Bless Kurt mal. Dann in den so nee, Lahal, dich schicke ich. Ah fuck, ich bin gerade irgendwie so. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Jetzt sind wir listen. Ich bin gerade selbst verwirrt, was ich gerade machen wollte, sorry. Ich schicke ihn mal dahin. Das hat irgendwie gerade sehr wenig Konzept, was ich hier mache. Tut mir leid deshalb, aber
ich bin halt etwas irgendwie etwas aus der Übung und deshalb auch ein bisschen aus der Planung hier, wie was ich hier eigentlich machen muss. Deshalb werde ich das hier wahrscheinlich gerade auch komplett versemmeln jetzt. So. Das wird was, du hast schon nichts werden, denke ich, das Ganze. Okay. Okay, das... Ah ja, entfernen, so. So. Dich bewege ich dann mal dahin. Baldi kommt dahin. Meine nette Frontkämpferin. Du kommst dahin. Du dahin. Edna, dich bewegen. Okay, dich kann ich nur dahin bewegen. Gut. So, so. Hopp. Also, dich kann ich noch dahin bewegen, gut. Dann execute einmal. Okay. Nee, das ist glaube ich nicht so optimal. Nein, okay. In dem Falle dann entturn. Okay. Okay, erster Counter, zweiter Counter. Okay. So, dich bringe ich mir dahin, dann kannst du mal einmal hier Blade Nacke einsetzen und mit dir setze ich mal Trigger Charge ein. Du heilst mal. Du kommst dahin. Und dich stelle ich dahin. Kann ich mit dir schon? Nein, kann ich nicht. Gut. Dann execute einmal. Okay, das hat wohl gereicht für den Damage. Gut. Enter. Wieso ist das eine Team-Attack, wenn ich damit auf Edna gehe? Okay, das scheint gut zu sein. Dann mache ich das so einfach mal. Das müsste dann dafür reichen. Na, schade. Okay.
glaube, das hat uns jetzt insgesamt gerade nicht so viel gebracht, aber ich muss ja sowieso erstmal wieder reinkommen ein bisschen und ich weiß hier gerade auch noch nicht hundertprozentig, was ich vorher geplant hatte, bevor ich halt das Problem mit dem Starten des Spiels hatte. Da muss ich halt auch mich auch drauf achten. Aha. Safe, einmal, hopp, ja. Okay. Ich schaue jetzt einfach mal, ob ich stark genug bin, das hier zu machen. Is that so? Wow, that's really something. Are you trying to make a fool of me? No, I think that's the way she is. Now it's my turn to show off a little. Okay. But I'll have to use the item the Seraph gave me, so I can only do it once. Are you ready? Here I go! Ich hab mal das Gefühl. Prince, I think we're playing by her rules. Dorian Dragon Dranago! Was ist das schon wieder für ein... Dragon, come forth! Oh nee, jetzt holt ihr noch einen Drachen. Choice, do we? Okay, 6, 6, 8. Blond ist Level 5, der hier ist Level 8. 7, 7, das sind alles 6er. Die hat 41 XP. Okay. Knoxi. Die Namen sind herrlich. Praxis, Maximilian, Karen, okay. In dem Falle Liz einmal nach vorne und... einmal hier, bitte sehr. Du kommst einmal nach vorne. Lena. Auf die dort. Ihr kommt dahin. Warte mal. Der Hag packe ich nochmal hier an die Front. Und Edna kommt mal dahin. Hierhin. Ich stelle ich mal dahin. Von da aus kannst du mich noch gut heilen. Und du kommst hierhin einmal. Dann einmal execute. Um zu sehen. Okay. Okay, gut zu wissen. Das bringt also nicht so viel. Mit Blade Rush könnte ich dort einmal... Das mache ich, denke ich, auch einfach. So, warte mal. Kann ich mit, vielleicht mit... Ach, shit. Shit. Ein daneben steht der. Nope. Ah.
Das funktioniert gut. Einmal schön Heal hier auf die Gruppe setzen und nochmal Execute. Damit wird der weg, gut. Eldi hat ein bisschen was eingesteckt. Ein Turn. Ich habe ja meine anderen alle aufgebracht. Okay, das ist... Ich glaube, das gefällt mir nicht so. Das gefällt mir auf jeden Fall nicht, das weiß ich jetzt schon. Oh, fuck. Müsste. Da ist Bailey draufgegangen. Okay. Ich weiß gerade nicht, warte mal. Wieso wird die... Okay, hm. 200 irgendwas, okay. Vielleicht denke ich... Also... Mochos einmal. So, hoppala. Nochmal Mockrush. Einmal Execute. Okay. Ich denke gerade echt... Okay, ja, ich denke, das wäre gerade das Klügste dafür. So. Der darauf schießen. Du machst. Nein. Darauf einmal. Und execute. Ja, das reicht. Damit das Licht tot ist. Gut. Blond ist auch tot. Das Licht ist tot. Dann lebt jetzt nur noch der Drache. Ein Turn und... Ja. Au. Okay. Damit ist einer meiner Hauptdamage-Dealer tot. Hm. So, einmal das. Ich stelle ich dann mal. Ah, nee. Ah, nee, doch. Fuck it. Ah, fuck. Gut. Dann mache ich so. Oh Mist, ich kann gerade gar nicht mehr heilen. Hm. Dann kann sie nur verteidigen und execute. Okay, 33 Schaden. Okay, 95.
Okay. Ich kann ihn... Und er schläft. Das ist doch mal super. Nochmal. Nochmal. Impaler. Du auch nochmal und... Mit dir... Du stellst dich einfach daneben und... Vielleicht hilfst du, ja. 31. Jo. Das ist doch super, dann kriegt sie auch noch Erfahrungspunkte. Jupp. Tatsächlich geschafft, zwar mit vielen Toten, aber wir haben es geschafft, das Viech zu besiegen. Yay, Big Arrow. Wow, you defeated my dragon! You've caused a lot of trouble for me. I don't know who hired you, but I'll make you regret the day you tried to assassinate the great Laharl. Excuse me, but why would I want to assassinate you? Huh? I am Angel Trainee Thuan. I am here by order of the Seraph to assassinate the Overlord, King Krzyzewskoj. You're here to kill my old man? Your old man? That means you're the king's son? Doesn't anyone in Celestia read the newspaper? Der alte ist schon tot. You came all the way from Celestia for nothing. My old man died 2 years ago. Boah. Ich ahne, was jetzt kommt. I'm sorry. Hey! You crying? Oh, Mitgefühl für Lahar, sein Vater ist tot. Your father passed away, right? Ich finde Flood irgendwie ein ziemlich geilen Charakter. You'll never see him again. When I think about that, it makes me sad. Oh. Huh? Are you crazy? You came here to assassinate him, right? Why should you be sad? Are you not sad? Me? I don't have that emotion. That's not true. Boy, was macht... When you lose someone or something important to you, you cry, don't you? Your heart aches, doesn't it? Oh, Flan ist irgendwie total knuffig. I don't understand a word you're saying. How come? How come? Because I'm a demon, of course. Demons don't know sadness? Exactly! I've never experienced such an emotion in my entire life! If that's true, then does that mean demons don't know love either? Sadness is only possible because of love! Alter! You're right! Demons have no love either! That's... No. That's just... too sad! She sounds just like my mother! How stupid! What good is it? What's the point in having it? Ach, love's the reason mother is dead. I don't believe. I'll never believe in love. If demons really don't know love, then it's my duty as a Celestian to explore the matter. Alter Schwede. I was ordered to assassinate the Overlord. But this must be a sign from the heavens. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Whether demons are pure evil or not, if they really don't feel love, I will bear witness to the truth. Boy. What's love good for? I don't need it. Demons like me don't need that kind of crap. If that is true, then demons are a real threat to Celestia. Since I can't complete my mission, I have decided that my new goal is to learn the true nature of demons. Ach du Scheiße. I must know for certain whether or not demons are capable of love. Ach du Scheiße. And if necessary, I will carry out my original mission with a new target. Ach du Scheiße. Die Lache. All right, be my guest. I shall burn a true vision of horror into that
crazy head of yours. Yay, Angel 20 Flump learns up in your party. Prince, are you doing recruiting an assassin? And an angel with that? But this might avert his attention from me. Perfect timing. Episode 2, Enter Flon End. Next episode. At long last, the nefarious Angel Flon seems to have forsaken her evil ways. Nefarious Angel? But can an old dog learn new tricks? Flon suddenly reverts to killing machine, slaughtering a crowd of innocent demons. Killing machine? Finally, she transforms into a space monster. Could this be the end of the Netherworld? Space monster? All right, it's time for me to transform. Next on Space Detective Etna, episode 3. Safe, yeah. Salary? Yep. Today's the Prinny Squad's payday. I get that part. Now, explain to me why I have to pay your vassal's salary. My vassals are your vassals, right? Well, then it's only natural that you sign their paychecks. Ugh, I can't argue with that. Fine, but it's not coming out of my pocket. Huh? I thought you had plenty of money. That's my allowance. No one's touching it. Stingy. Shut up! So who's the richest guy around here? We'll just loot his place. Is he always like this? Yep, always. I've never met anybody like that in Celestia. I'd be amazed if you did. But you won't last long in the Netherworld if something like this surprises you. Ooh, this is such a culture shock. Ehrlichst, a hint of kindness. Episode 3, a hint of kindness. Good. Dann beende ich hier die Folge. Wir haben es geschafft, den zweiten Akt abzuschließen. Vielen Dank fürs Zusehen und... Und ich habe vergessen, ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich jetzt, da ich halt in der Vorproduktion bin, noch für die Zeit, wo ich über Weihnachten bei meinen Eltern bin, dass ich wahrscheinlich lange noch Liberonia läuft. Mittwochs immer eine Folge des Gear kommt und montags und freitags erstmal Laboronia weiterläuft, bis Laboronia durch ist. Und danach wird dann, wie vorher auch, an allen drei Tagen erstmal das Gear laufen. Also, bis zum nächsten Mittwoch und hoffe, es hat euch gefallen. Ciao!